nach dem Caesar ist vor dem Caesar. Jetzt schon laufen die Überlegungen, wer könnte denn im nächsten Jahr nominiert werden und wer lässt sich das Rennen machen. Wobei, ganz klar, die Frauen haben ganz offensichtlich die besseren Karten. Das war auch in diesem Jahr so, wo immer eine Frau nominiert war und in der Endausscheidung dabei war, also eine Finalistin war, hat eine Frau gewonnen. Tatsächlich ist es, dass Frauen offensichtlich ab und an mal tatsächlich den besseren Job machen. Wobei die Frage, die ich mir stellen muss, ist, kommt es tatsächlich aufs Geschlecht an oder auf die Leistung? Was ich damit sagen möchte, die Diskussion, ob Frau oder Mann, sollte in der Immobilienbranche und jedenfalls in Spitzenpositionen schon lang der Vergangenheit angehören. Und ich denke mal, das ist auch tatsächlich der Fall. Und das Thema, eine Frauenquote steigern zu wollen, das ergibt sich erstens einmal aufgrund der Demografie von alleine. Und zwischenzeitlich denke ich, dass jedenfalls in den privatwirtschaftlichen, mittelständischen und kleinen Unternehmen, also die Unternehmen, die die Leistung der Branche an sich erbringen, die Karrieresysteme hoffentlich schon so durchgängig sind, dass es egal ist, von welchem Geschlecht man kommt und die Leistung zählt. Und die das nicht tun, nämlich die Unternehmen, die Frauen nicht an die Macht lassen, die wird es in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, mit Sicherheit nicht mehr geben. Insofern ist das Thema der Gleichberechtigung eines, das sich aufgrund der wirtschaftlichen Faktoren mit Sicherheit von selber löst. Das war Gerd Ruder, fast live aus dem Twin Tower.